Opel hat den Insignia geupdatet. Nach rund 230.000 Bestellungen ist in Rüsselsheim aufgefallen, dass fast die Hälfte aller 2-Liter-Benziner-Fans ihren Insignia mit Allrad ordert. Die Konsequenz? Der 2-Liter CDTI mit 160 PS und Vierfachantrieb. Der erste Diesel, den Opel mit Allradtechnik anbietet. Offroad-Ambitionen müssen aber nicht gefürchtet werden. Vergeblich suchen SUV- und Geländewagenfahrer nach Schaltern und Hebeln für Traktionskontrolle und Sperrdifferenziale. Der Insignia mit Allradantrieb bleibt ein normaler Kombi. Bei Opel hat man bei der Zielgruppendefinition wohl eher an Heimwerker und Urlauber gedacht, die öfter mal einen Anhänger oder Wohnwagen hinter sich herziehen. Und das ist der Albtraum dazu. Entgegen noch immer kursierender Meinung lässt sich ein Gespann keineswegs durch beherztes Gasgeben gerade ziehen. Was hilft, ist eine sogenannte Schlagbremsung. Und die wird hier vollautomatisch durch den Trailer Stability Assist TSA ausgeführt, der Aufschwingen und Pendelbewegungen des Gespanns zuverlässig unterbindet. Wie bei allen modernen Allradsantriebssystemen greift der Fahrer am besten gar nicht ein. Das kann die vollautomatische Steuerung des Allradantriebs viel besser. Der Fahrer braucht sich über die Geländebeschaffenheit, Fahrbahnbelag, Schnee, Eis oder Regen und welcher Antrieb oder welche Sperre wofür einzuschalten ist, keine Gedanken mehr machen. Ein Computer übernimmt das alles und verteilt die Antriebskraft bei Bedarf ganz individuell und stufenlos auf jedes einzelne Rad. Je nach Bedarf an der Vorder- oder Hinterachse. Ein Wermutstropfen dürfte wohl der zusätzliche Verbrauch sein. Rund einen zusätzlichen Liter genehmigt sich der Insignia mit Allrad auf 100 Kilometern. Das ist eine Phrase aus der Vergangenheit. Unsere AWD-Systeme im Opel Insignia heute sind elektronisch geregelt. Und über die Verbindung und Integration ins FlexRide-System wird der AWD-Antrieb bei Geradeausfahrt beispielsweise komplett entkoppelt. Das System kennt vollkommen eigenständig den momentanen Fahrzustand, Laststellung und im Falle von zum Beispiel Autobahnfahrten nehmen wir die Kraftverteilung zu Lasten der Hinterachse weg, treiben die Vorderachse an, das Fahrzeug fährt praktisch wie ein Fronttriebler. Der Einstiegspreis des Opels liegt bei rund 35.000 Euro. Dafür bekommt der Käufer einige Extras serienmäßig. So sind beim 4x4 ein DVD-Navigationssystem mit großem Bildschirm, eine elektrische Parkbremse, die besseren Komfortsitze und eine automatische Klimaanlage serienmäßig an Bord. Fürs Auge gibt es noch 17 Zoll Räder mit der breiteren 225er Bereifung. Bedenkt man jetzt noch, dass der 160 PS Diesel mit 6 bis 7 Litern Dieselkraftstoff klarkommt, ist er eine durchaus passable Alternative zu den zum Teil erheblich teureren Kombis der Wettbewerber aus dem Premium-Segment.